Hallo und herzlich willkommen zu The Division mit Revano. Hallöche. Und dem Onkelchen. Ja, halli, hallo, hallöchen. Ja, da hast du ein bisschen früh losgesprochen. Du bist jetzt leider bloß halb drauf. Echt? Nee, 4 Sekunden. Naja. Ihr könnt 4 Sekunden. Das heißt also, egal. Ist schon früh. Das macht nichts. Achso, so, wir machen jetzt, Onkel, wo geht's so, jetzt hin? Wir gehen jetzt geradewegs zu unserer Heimbasis, zu unserer. Ach ja. Operationsbasis. Und das Lustige ist, in der Operationsbasis ist ein Einsatz. Aber den machen wir heute nicht. Ja, steht ja auch unten links, unten drin. Das wird Dings sein, das wird eine Sequenz sein. Mit der Tussi quatschen, glaube ich. Ach, das kann sein, ja. Ach, das ist, weil wir doch jetzt Dings freigeschaltet haben. Was war das, Technik? Mein Gott, was schießt denn ihr ständig um? Ich hab die Tauben runtergeholt. Das geht. Aber ich hab daneben geschossen. Trottel. Weil ich denk mal, dass da jetzt eine Zwischensequenz kommt, weil wir ja. Oder was sind das, Bösewichter da vorne? Oder? Nee. Aber ich mach mal. Schieß einmal, dann weißt du es. Warum soll ich denn einmal schießen? Danke. Ganz ehrlich. Oh, ich hab tatsächlich mal eine Mütze bekommen. Wir haben hier in, Ja, wir haben hier so ein Überlebenden-Paket bekommen. 20 Meter ist das weg. Aber es ist, hat sich das gerade aufgelöst, hä? Hier. Da drüben ist was. Hier drin ist was, komm mal mit. Hier ist wieder so eine Tonbandaufnahme oder so. Ja, genau, das wollte ich haben, aber das war, hab ich nicht mehr im Visier. Weg. Ja, das ist der Raum hier, denke ich mal. Das ist oben. Hm. Ja, wo ist er denn? Der oben. Ja. Ja, das ist wieder so ein Lootraum hier. Voila. Hier, Kiste. Ey, so übelst verwinkelt, ne? Wasser. Ja, Mineralwasser. Oh, im Wasser. Und da ist was. Voll. Versperrte Tür entdeckt. Oh, was ist das? Dietriche. Warte mal, hier ist ein Dings. Stopp, hier kannst du noch plündern. Ja. Eine Lootkiste. Okay, Ich kann die Kiste nicht öffnen. Ja, Revano stand im Weg. Ich hab aufgemacht. Achtung, es geht weiter. Ah. Boah, welcome. Alter, was ist das denn hier? Post. Keine Ahnung. So, erstmal hier. Ach nee, hier geht's raus. Du musst doch irgendwas bringen, wenn wir die verdeckte Tür. Mach trotzdem mal die Tür auf. Hä? Was ist denn das für ein Schwachsinn gewesen? Wenn die Tür da ist, auch aufmachen. Ja, und dann? Ja, die haben wir doch aufgemacht. Jetzt sind wir hier wieder im Hausflur. So ein Schwachsinn. Toll, dafür habe ich jetzt meine Dietriche geopfert. Ja. Hier auf dem Scheißhaus vielleicht? Nö. Ja, aber. Ja, wo ist denn der Loot? Ich bin hier im Serverraum. Hier ist was. Hier. Wo bist du? Überlebensratgeber, Seite 5. Ach, du bist oben, ne? Also hier ist definitiv noch Loot. Mineralwasser. Bist du? Hier oben? In so einem Serverraum hier hinten drin. Ah, das war auch jetzt der geheime Ort, ne? Ich sag mal ja, um dass du dich besser fühlst. Ah, hier. Jetzt haben meine Dietriche geopfert. Hier, Überlebensratgeber. Der war noch. Muss wieder hoch. Muss wieder hochgehen. Ich bin schon bei dir. Ja. Und hier hinten in dem Büro sind auch noch Haufen Sachen. Hier ist auch noch irgendwas. Mineralwasser. Okay. Schokoriegel habe ich voll. Geil sieht das aus, so ein Server. Cool, jetzt habe ich hier wieder so eine Kiste, da kann ich mich ewig dran kaputt looten. Weil die geht immer wieder auf und kommt immer neue Sachen raus. Wo? Da, wo du gerade dran bist. Ich habe hier eine Lootkiste. Achso, erste Hilfe. Ich habe hier keine Kiste. Ich habe hier zwei Loot. Das ist ein Schubfach, meine ich. Nee, kann ich nicht öffnen, geht nicht. Hast du schon geöffnet? Ich habe halt hier so ein Symbol, dass hier schon was. Und auch das Schubfach hier kann ich 1000 Mal öffnen. Und das Lustige ist, du siehst doch richtig den Bug. Denn der macht das Schubfach auf, aber das Schubfach ist drunter nochmal zu. Hallo! Was war denn das? Ich habe gerade das Bild rangezoomt. Wir haben 5:07 laut der Uhr des Spiels. Müsste irgendwann mal hell werden, ne? Ingame-Uhrzeit. Ja. Da auch irgendwo eine Lootkiste. Hier. Ja, haben wir alles.
ach, das ist die sogar, hier hinten die. Steht auf dem Zettel was drauf hier? Feuer, First. Mach die ganzen Rüder, schmeiß ich vom Tisch. Gut, okay, schön. Na, kann man leider nicht lesen. Gut, dann lass uns mal rausgehen. Yes, ist zum Hauptbasis. Irgendwo? Ding. Irgendwo geht's immer den raus? Onkel immer den Onkel hinterher. Der kennt sich aus, der war schon nicht, dass du dich wieder verläufst in dem Haus. In dem Raum. Das ist aber auch schlimm, die sind aber auch übelst verwinkelt. Ne? Das muss man ja, natürlich, ein Raum hat vier Ecken, ne? Ganz schlimm. Erinnere dich das nächste und das Mal hat, dran. Ne? Und das hat jetzt Crazy auch mal erlebt, dass Rivano einen ganz schnell verarschen kann. Ich erinnere den Rivano das nächste Mal dran, wenn er uns wieder sucht. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe ja, Bonbons ja, gelegt, damit du uns findest. Die Bonbonspur. Polizei, wir haben die hier vorne. Huch. Jo, danke. Warum oh, tut das gut. Freut er sich auch noch, wie so, ja, wie so kleines Kind, Alter. Aber jetzt sind wir bestimmt wieder Werkzeug, ja? Oh, hier. Ja, den kennen wir ja schon aus der Beta. Ist das hier? Ja. Ach, ich hab wieder eine Mütze bekommen. Oh. Ey, da ist ein Gangster da hinten. Sollen wir die wegklatschen? Die haben uns gesehen. Achtung, Granate! Ja, hier gibt's Werkzeug. Alter, ich stehe hier rum und werd beschossen. Ich hab die kein Problem. Aufgemacht. Wir sind die Elite. Wir sind die Elite. Boah, Alter. Boah. Ich hab die Werkzeugkisten schon aufgemacht, ne? Müsst ihr mir den Scheiß da rausholen. Das war's schon. Waren nur so ein paar Streuner. Ein paar Kätzchen. Onkel, willst du das Werkzeug nicht haben? Doch. Aber lass mich erstmal nicht sammeln, was ich hinten hab. Ich hab hier nix. Ach, guck mal, ein Koffer. Werkzeug. Werkzeug. Ja, der Warner holt ja auch das Werkzeug. Ja, will ich haben. Wo ist es? Ja, vorne, wo ich bin. Ja, da, wo blau ist. Da, wo Onkel ist. Ich will eine neue Waffe, aber die ist Schwachsinn. Zerlegen da und Plack. Einmal da. Dreimal Werkzeug. Das ist aber eigentlich schon Ken aus der Beta. Weil ja, doch. Da ja, ist das Haupthaus, ne? Hinter dem beschmierten LKW. So, dann geht's mal rennen in die Base. Bisschen mit Roy Dingsbums reden. Ja, das machen wir dann zusammen, ne? Dass wir alle da gequatscht hören. Naja, also ich stehe noch hier und warte. Kriegen wir doch, wird ja, denke ich, mal eine Sequenz sein. Hoffe ich doch, ne? Ein Video, ein Film. So, ja, also lasst uns mal rein. Den Raum betreten. Gen-Vorgang. Jetzt sind's alle weg. Okay, lass uns am besten alles gleich machen hier drin, dass wir da nicht irgendwie was anderes machen. Ja, ja, ich bin ja noch gar nicht mal richtig drin. Moment, jetzt bin ich richtig drin. Ja. So, ich gehe zuerst mal ganz kurz zur Auffüllenkiste. Und ich auch, dann auf. Ist der erste Weg. Erstmal befüllen. So, genau. Die kann der grüne machen. Weg ist frei, habt ihr das auch? Der grüne, da ist so ein Pfeil am Boden, so ein grüner, dicker Strahl. Nein, wir sollen rechts rum ist der Sicherheitsflügel, da ist das Ausrufezeichen. Ah, okay. Mit Roy Bennett reden. Stehst du davor? Und okay, dann 3, 2, 1, jetzt. Video. Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan. Und zwar vor allem, weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen, damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie die Division, ein paar mehr Leute zu schicken. Fürs Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anflehe, meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als Erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. Okay. Seid ihr fertig?
Ja. Unser Charakter hat die meisten Sprechsequenzen, ne? Der muss immer nur nicken, ja. Kann ich reden. Ich weiß. Ich finde das so witzig. Und jetzt können wir hier. Okay, wir haben jetzt ein Ausrufezeichen, ne, an dem Laptop benutzen. Gehen wir da einmal dran? In der Sicherheitsflügel, ja, genau, am Laptop? Okay. Dann gehe ich jetzt mal ran. Weil da gibt es ja keine Zwischensequenz. Okay, ich bin auch dran. So, okay. Nee, das ist einfach nur. Lagerzentrum jeder können Flügel, wir bauen. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Der Sicherheitsflügel erfordert Sicherheitsflügelgüter. Für jeden Ausbau, den Sie durchführen möchten, Sicherheitsflügelgüter erhalten Sie, indem Sie Sicherheitseinsätze, also mit dem Blitz, und Sicherheitskämpfe, ja, so ein komisches Dreieck, bestehen. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels bei. Okay. Fertigung, Befestigung, Verstärkung einer Deckung und erhöht den Schaden. Ach so, wenn ich das. Ach gut, wenn ich jetzt hier. Warte mal, Fertigkeitsbelohnung. Befestigung, verstärkt die Deckung, erhöht den Schaden des Anwenders, während sich der verursachte Schaden aller Verbündeten hinter dieser Deckung verringert. Ach so. Also, man kann dann eine Deckung hinbauen und da könnt ihr euch dann dahinter verstecken. Führen wir den ersten Ausbau durch. Seid ihr auch schon so weit? Ausbau. Führen wir den ersten. Also. Ja, genau. Ich drücke mal hier. Ja, zack. Die Upgrades funktionieren gut. Danke für Ihre Hilfe. So geil. Jetzt haben wir eine neue Fertigkeit. Das ist geil. Ja. Lagerzentrum. Aber wir sind noch nicht fertig, weil ich habe hier unten, kann ich noch Beschaffungsteam. 380 Punkte haben wir noch. Beschaffungsteam kann ich hier unten noch machen. Ja, Spezialisten. Wir können ja auch andere Sachen machen, ne? Hundestaffel. Wachposten, Schießstand, Hundestaffel. Einer von euch hat doch immer mit Brandgeschossen gearbeitet, ne? Der sollte Wachposten nehmen. Warum? Ja, weil das Brandgeschosse steigert die Wirkungsdauer von Brandgeschossen um 10 Sekunden und sowas. Okay, dann nehme ich das. Weil ich habe ja immer die Brandgeschosse und die Brandgranaten. Die hat doch jeder immer. Ja, oder ja, wir ich nehmen benutze alles. Meistens. Töten die Gegner mit ihrer Handfeuerwaffe in 30 Prozent. Schießstand. Verzweifelte Lage, die niedrige Lebenspunkte erreichen, um die Präzision des blinden Feuers. Oh, wird sogar die Präzision gesteigert bei niedrigen Energie. Nimm mal Beschaffungsteam, das klingt ganz cool. Schießstand. Treffsicherheit kann auf dem Schießstand verbessert werden. Nee, ich nehm Wachposten. Ja, und dann brauchen wir nur zwei. Ach, die Punkte kriegen wir ja alle voll. Dark Zone Einsätze. Kaserne können wir noch bauen. Ja, obwohl, Kaserne kostet 1000, ne? Also, das ist schon heftig. Ja, da müssen wir schon ein bisschen. Was ist denn Kaserne? Der Flügel nicht, wird ausgebaut. Geil. Und wir kriegen neue Leute. Ach, guck mal, wir hatten jetzt neue so Symbole, die aufblinken. Geh ich mal hin. Moment, ich bin da noch am Ding. Na, wo könnt ihr machen? Hier hinten. 500 Erfahrungspunkte. Was schießt denn das? Ich mach denn das hier. Hallo, wie kann ich das Band ab? Ah, hier. Sauber. So, neues Talent, okay. Wow. Fähigkeiten. Okay, da labert dann nur mal kurz. Was das ist. Ich kann die Befestigung jetzt bauen. Verstärkt eine Deckung, erhöht den Schaden des Anwenders während der Versuchsschaden aller Verbündeten. Soll ich das bitte bauen? Ich habe jetzt den Weg frei gemacht. Das habe ich ja auch. Dann, Basisbefestigung. Ja, dann bau doch, was du möchtest. Ja. Ich meine. Den nehme ich dann mal rein, weil Schild brauche ich nicht. Da kann man lieber so ein Panzerding nehmen. Okay, und Talente haben wir frei. Okay, dann nimmst du das, dann mache ich mich was anderes. Okay. Nicht zugewiesene Plätze. Sie haben nicht zugewiesene Talentplätze. Wählen Sie ein Talent, bla bla bla, genau. Okay, was habe ich denn jetzt hier für Talente? Ich habe hier Talent. Niedrige Lebenspunkte erreichen, um die Präzision von blinden Feuer um 20% zu steigern. Und das Durchschlagskraft verfügbar, einen Gegner unter Sperrfeuer zu nehmen, steigert den Kopfschussschaden 10 Sekunden lang. In der Wachposten, das muss doch irgendwo sein. Wir haben eine passive, erfahrene Agent. Das heißt, dadurch, dass wir das Lagerzentrum gebaut haben, kriegen wir einen Erfahrungsgewinn durch alle Aktivitäten um 10% mehr. Okay. Bei ja, Vorteil, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch mehr. Wir kann ich mehr das dann reinnehmen? Hier unten habe ich zum Beispiel Schießstand, Sicherheitsflügelausbau, Schießstand. Treffsicherheit kann auf dem Schießstand verbessert werden. Aha. Treffsicherheit ist vielleicht auch mal nichts, aber XP ist, glaube ich, erstmal. Ja, aber da musst ach, du das sind ständige, die hast du immer, ne? die hast du einfach. Ja, die sind die Vorteile, die kannst du nicht anwählen, sondern die hast du einfach. Ach so.
Also ich kriege jetzt das Doppelte an. Das Einzige, was du anwählen kannst, sind die Talente. Die kannst du auswählen. Genau. Also ich habe jetzt hier einen Schießstand irgendwie. Oder mal Sicherheitsflügel. Und jetzt kannst du hier... Hundestaffel ist offline. Dark Zone Einsatz ist offline. Beschaffungsteam ist offline. Genau, du hast nämlich hier verschiedene Stellen, wo du hingehen kannst. Also ich nehme Büchsenmacher ist offline. Nehme ich mal. Zack. Nachschublinie ist offline. Alter, was ist denn los? Ach, hier habe ich was. Irgendwo müsste ich das ausblicken. Sieht so aus, als hätten wir ein Lagezentrum gefunden. Wir können die Operation für Midtown von hier aus planen. Okay, ich habe jetzt hier Lagezentrum. Ja, ich sag ja, der sagt da mal ein, zwei Sätze und dann machst du das aber auch schon wieder. Jetzt habe ich hier Telefonaufzeichnungen. Achso, die kannst du hier eigentlich. Hier ist das. Hier ist der Wachposten. Ah, es ist egal, was ihr ausbaut. Es wird alles, was man jetzt erfunden hat, sogar die Hundestaffel und so, da hast du hinten in deinem Lager deine Hundestaffel. Ich hab zum Beispiel Beschaffungsteam jetzt hinten drin, die quatschen richtig mit mir. Ich habe jetzt hier Wachposten und jetzt habe ich hier eine Kiste Spezialmunition. Ja. Pupp, kriege ich Muni. Schießstand. Cool, ein Schießstand. Damit bringen wir unsere neuen Leute schneller in Trab. Ich hab ihn hier auf dem Schießstand. Geil, Lagezentrum. Ja, bin auf dem Schießstand, hier kann ich ein bisschen Schießen üben. Ah, da kannst du auf dein Bildmaterial zugreifen an deinem Lagezentrum. Ja gut, das kannst du ja auch mit der Aufziehungstaste, das ist ja im Prinzip. Geil, da kannst du ein bisschen. Kannst du ein bisschen XP trainieren. Bei diesen Anfertigungssachen, ne? Was können wir denn da anfertigen? Wisst ihr das? Waren wir doch schon. Waren wir doch schon vor. Game Over, Rüstung 2, sichere Bereiche, Waffen und Fertigkeiten hier. Eine Waffe zusammenbasteln. Da kannst du Waffen bauen, wenn du bestimmte Teile hast. Ja, aber ich will Maschinengewehr. Geil, da kriegst du unten XP, wenn du in dem Sicherheit. Ich habe jetzt hier so einen Schießstand, da kann ich runter und dann kann ich. Wir können ja noch Medizin, können wir ja auch noch ausbauen, ne? Diese Ware ruft oder Belohnungshändler. Ach nee, nee, da fehlt uns ja die Mission dazu. Belohnungseinsatz, Medicine, Feldlazarett. Das ist ja das von der Beta. Aber ich habe doch zwei was ausgebaut. Ich habe einmal den Schießstand, hier das Arsenal. Kaserne und... Und das Ding. Nur so ein Scheiß bauen. Wachposten? Da war ein MG. Hey, kommen Sie ruhig näher. Das Ding ist, pass mal auf, Onkel. Geh mal in die Haupthalle wieder. Ich bete für Sie. Und dann gehst du rechts rum, wo es zur Treppe geht. Und dann ist nämlich da rechts, geht's nochmal zum Sicherheitsflügel und da ist der Wachposten. Da bestellt das Lagezentrum. Also vor der Treppe rechts rum. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich überhaupt ausgebaut habe. Lagezentrum hast du ausgebaut. Definitiv. Ja, ach so, ja. Schießstand habe ich ausgebaut und Lagezentrum. Genau. Wo ist Lagezentrum? Nochmal bitte. Entschuldigung. Du weißt ja, wo es zur Treppe hochgeht, ne? Ja. Und da geht's rechts nochmal rum. Vor der Treppe. Rechts rum. Ach so, das ist einfach bloß dieser Platz. Weil da kannst du nichts weiter dran machen, ne? Da bist du. Nö. Das Lagezentrum ist da, wo du das Ganze, die Filme und sowas einsehen kannst. Okay, alles klar, hab ich begriffen. So, okay. Kaufen wir erstmal ein bisschen was. Ich bin gerade ein bisschen vertieft, die Freunde. Tech-Flügel. Ganzen Scheiß hier weghauen. Ja. Was haben wir denn hier? Ja, hier sind auch die Telefonaufzeichnungen, die Bildaufzeichnungen. Genau. Das ist alles Lagezentrum. So, ich geh mal hier in die Fertigungsstation. Patz. Was habe ich denn jetzt für ein Objekt? Schau mal, was wir hier haben. Ah, guck mal, ich kann hier. Fertigungsstation. Irgendwie mal einen fetteren Rucksack? Nö. Die sind alle schlechter. Aber wie kann ich denn, wo sehe ich denn, ob ich das bauen kann oder ob ich das nicht bauen kann? Na, einfach bauen. Und was meinst du jetzt? Was? Mit bauen? Hier erscheint ja nur das, was du auch bauen kannst. Ja, ach, sicher? Dann siehst du da unten die Teile, 6 von 6 oder so. Hier zum Beispiel habe ich einen Schalldämpfer. Aber ich weiß nicht, ist der jetzt... Afghaner Explosionsradius. Geil, Leute, ich habe jetzt... Blaupause Leistungsausrüstungsmod, was? Ah, da kann ich eine Leistung ausstatten, geil.
Boah, Leute, ich habe was Geiles gebaut. Baut euch mal einen Leistungsausstattungsmod. Unbedingt bauen, hab Leute. Hab ich doch gerade gesagt. Achso, ja, ich habe jetzt mit 2,50% Haftgranaten-Explosionsradius ist erhöht. Hä, wo muss ich den denn anlegen, den Mod? Keine Ahnung. Achso, an die Waffe, oder was? Mhm. Nee, das ist jetzt... Nein, das interessiert mich aber nicht. Das ist jetzt bei Ausstattung ganz unten, bei der, wo die Hand ist. Da ist das jetzt drinne. So, jetzt tun wir die mal rein. Ja, boah, geil, jetzt hab ich mal die krasse Waffe. Und wie kann ich die Mod jetzt benutzen? War nicht, oder wie? Oder... Hä? Ivano, hallo, ja. Wir reden mit dir. In die Waffe bauen. Hä? Wie? Die gehört zur Waffe. Ja, wie kann ich die denn benutzen? Die Ausstattungsmod. Na, du kannst doch... Ich guck gerade, aber ich sehe das auch nicht, weil du hast ja auf Option ist das ja so eine Hand mit dran, ne? Ja, ja, eben. Oder habe ich die einfach? Muss die im Rucksack. Warte mal, ich glaube, die muss an die Schutzweste dran, oder? Ne. Wo muss die denn hin? Du kannst. Ne, die muss irgendwo eingebaut werden. Ne, die muss. Weil die hast du einfach, weil wenn ich da drauf drücke, da steht, dass ich Mods so und so an Waffen anlege. Aber das hat ja nichts mit der Waffe zu tun. Das ist ja keine Waffenmod. Die muss aber auch hier mal. Hier unten habe ich doch. Hier unten hast du eine Hand. Oder kannst du die Leistungsmod? Du gehst einfach ins Inventar. Mods und Waffen. Ein Mod wird angelegt, indem man ein Objekt. Ja, dann versuchst du mal anzulegen. Das zählt aber zu Waffenmods. Das ist aber keine Waffenmod. Ausrüstung von Waffen und Ausstattung mit Mods kann ihre Werte stark verbessert werden. Oder habe ich die jetzt einfach? Es müsste irgendein Objekt sein, wo da drunter so was frei ist. Hab ich die jetzt einfach, oder? Weil bei den Waffenmods hast du ja... Das ist Waffenmods. Ja, genau, du hast ja... Visualisieren vielleicht? Naja. Versteh mal, die hast du einfach, ne? Denk ich mir mal so. Nee, die kannst du anlegen. Schon ganz gerne einsetzen. Ja, du musst ja das irgendwie hier einsetzen können. Mod inspizieren, Rucksack durchsuchen. Hm. Ja, oder musst du die an irgend so ein Dingsteil tun? An vielleicht hier so ein Rucksackteil hier, oder nicht? Irgendwo, wo so ein Dings drunter ist, würde ich sagen. War teuer, die Sachen. Weil die Hand ist ja okay, die Mods und Waffen, eine Mod wird angelegt, indem man das Objekt... Die Ausrüstung und Waffenausstattung, Mods kann ihre starke Wert... Ja, will ich ja machen. Ich hab kein Geld ja, mehr. Ist ja, das Ding ist ja, es ist ja keine Waffenmod an sich, ne? Eben. Ist ja eine Ausstattungsmod, also sprich... Ah, da musst du mal auf Ausstattungshändler gehen. Und das sind verstellbare Westen, versiegelter Plattenrucksack, sowas alles. Aber da ist ja nirgendwo so wie, wenn du jetzt guckst bei Inventar, hast du ja bei der Waffe so kleine Kästchen da drunter, so grün. Wenn du die ausfüllst, hast du irgendeinen Mod du dran. Du kannst ja Ausstattung aber nicht modifizieren, die ist ja einfach da. Aber rein theoretisch müsste da drunter gehen, weil wenn du mal guckst, ist die genau unter dem Kästchen von der Ausstattung. Ja, und aber links sind die Waffenmods. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. So wie so eine Halskette oder sowas, ne? Und da steht auch Mods und Waffenmods, also. Jetzt habe ich schon den Kack gebaut und jetzt kann ich nicht einsetzen. Super. Ja, ich muss den haben. Aber ich weiß nicht, wo ich den ansetzen kann. Nur uns mal googeln vielleicht. Ja, google mal. Wäre jetzt gerade schlecht, so mit in der Aufnahme. So. SR7-Schalter. Was heißt SR7-Schalter? Wo kann ich den jetzt an meine Waffe ranbauen oder nicht? Nee, ist für die SR7, oder? Weiß ich nicht. Ich bin gerade. Ja, ach cool, ich habe eine neue Waffe. Ich habe eine neue Karabiner, Alter. Cool. Wie nennt sich denn die Waffen jetzt hier? Um einmal die. Kann ich die hier. Oh, die hat Mods. Moment, muss ich die Mods jetzt mal
raushauen, sonst doof. Die hat schon das. Nee. Wie kannst du das anlegen? Das ist doch Kacke. Gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, wäre ich schlauer. Und kann man denn. Nee, da kannst du auch nichts machen. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, liebe Freunde, wenn ihr das wisst, wenn wir es noch nicht. Ah, gut, das dauert, aber egal, wenn ihr das seht hier, wenn ihr gewusst habt oder eine Idee habt, wie man das anlegen kann, sagt einfach mal in die Kommentare. Ich denke mal, bis der Bart raus ist, werden wir schon rausgefunden haben, aber egal. Hilfe hilft immer. Wir sind ja komisch. Hilfe hilft immer. Zu doof. Ja, keine Ahnung. Also logisch ist es, das ist in dem Bereich und da steht, aber es will ja nicht angelegt werden. Außer man hat es, da steht auch, guck mal, der steht, der ist ausgewählt bei Dings. Ich denke mal, dass wir den gerade schon benutzen. Wenn wir jetzt mehrere hätten, wird der wahrscheinlich dann immer nur ein auswählbar sein oder so. Ich habe so das Gefühl, dass das einfach. Nee, da steht aber auch ausgewählt. Nee, der muss irgendwo eingesetzt werden. Und da steht auch ausgewählt. Wofür. Passt in, warte mal, steht das hier auch? Fertigkeiten-Attribute, ne, ich denke mal, dass der einfach drin ist. Weil bei dem anderen steht nämlich, dass der passt. Ich habe keine Ahnung. Na egal. Gucken wir mal erstmal weiter. 26 Minuten, uiuiui. Wie weit seid ihr denn so? Ich baue gerade noch. An sich? Ich mach weil ich bin ich auch so fertig. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz raus. Ich will meine neue Waffe ausprobieren. Ich habe eine richtig neue Waffe gekauft. Eine richtig neue Waffe? Eine richtig was ist kranke. Das? Ist denn eine falsche neue Waffe? Wir haben an der Tafel und neue Einsätze, ne? Die kann der Onkel gleich nochmal anklicken. Präzision, nee, das ist nicht. Stabilität, das ist falsche Waffe. Oh, geil. Alter. Mitglied hat Einsatz begonnen. Feldlazarett. Ja, ich guck mir gerade meine neue Waffe an und die ist. Boah! Ist es kein Witz! Ich habe gerade Löcher in die Wand geschossen. Alter. Und? Boah, ich muss euch das zeigen, bevor wir ausmachen, muss ich euch das zeigen. Ich kann auch Löcher in die Wand schießen. Habt ihr das schon gemacht? Hi. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Achso, warte, ich zeig dir das. Bin gerade rausgelaufen, da kommst du reingelaufen. Ja, komm mal mit. Ja, wie denn? Ja, schau mal auf die Wand da vorne. Achte. Warte mal. Welche Wand? Siehst du das? Geil, oder? Ich baue einen Tunnel und eine U-Bahn-Station. Boah, guck mal, die Löcher. Ja. Mach du mal, schieß mal rein. Nicht ins Schild, schieß mal gegen die Wand. Nochmal, zeig. Ja. Ich will sehen, ob da auch ein Loch reinmachst. Oh, da ist ja gar nichts. Gar kein Durchschlagkraft. Dir mal meine Waffen, aber die hat nicht so viele Magazine. Da muss ich auf jeden Fall später. Das ist selbe in grün, du Fohl. Aber man kann ja. Aber warte mal, stopp. Man kann ja nur Sachen verkaufen, die man nicht angelegt hat, richtig? Ja. Und ich kann den Mod verkaufen. Also ist er nicht angelegt. Ja. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wir müssen ihn irgendwo anlegen, aber wo? Ja, ich würde sagen, das googeln wir dann einfach in Ruhe. Ich bleibe aber hier im Safehouse, wenn wir ausmachen, auf jeden Fall. Falls Sie noch was brauchen, lassen Sie mich. Warte mal, dann gucken wir mal hier hinter. Da können wir die Karte neu inspizieren. Das machen wir. Ach, hast du schon gemacht? Okay. Ne, hab ich nicht. War ich noch nicht dran. Ja, den kannst du doch nicht. Ich meine nicht die Karte, ich meine den. Ach, der geht gar nicht zum Anquatschen. Ne, den Vogel, den haben wir ja schon angequatscht. Ah, ich dachte, der erneuert sich, okay. Ne, der begrüßt uns ja praktisch nur, mehr macht er ja nicht, ne? Ja, dann war es eigentlich schon. Wir haben den Sicherheitsflügel auf 20% ausgebaut. Und können dann jetzt den nächsten Flügel hinter im Angriff nehmen. 20%? Ja, wenn wir dazu kommen, wir werden natürlich unser Spiel so weiterspielen. Ja, selbstverständlich. Nebenmission, 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 das bringt nämlich Punkte. Und das ist nämlich das, was es bringt. Also die Hauptmission, damit kannst du solche großen Sachen, solche großen Räume, wie eben gerade dieses Lagezentrum. Naja, zum Beispiel die bringen machen. Aber auch und diese kleinen und die.
Ja, und diese kleinen Missionen, diese Nebenmissionen, die bringen uns je nach Farbe, bringen die uns Punkte für die Dings. Das sind dann diese Punkte zum Ausbauen, die da hinten dran stehen. Ja, aber auch bei den Hauptmissionen, weil hier Feldlazarett zum Beispiel, ja, aber die bringen dann halt bringt 700 Medizinen, Güter. Ja, direkt. Wir haben echt viel, weil ihr müsst mal gucken, mein Lagerhaus zum Beispiel oder Lagerraum, was die gerade ausgebaut haben, ist jetzt voll belebt. Ganz viele Leute sind da drin. Das heißt, wir haben bald unsere ganze Basis mit 1000 Leuten hier. Ja, voll bald. Geil. Das wird schon ein Stück dauern. Ja, aber da freue ich mich. Echt? Und ihr werdet live dabei sein, liebe Freunde. Deswegen abonniert uns. Bei mir sitzen jetzt auch welche drin. Aber bei mir sind leider nur zwei Typen, die hier drin sitzen. Wo jetzt? Mhm. Im Lagezentrum. Im Lagezentrum. Bei mir sitzt doch niemand. Beide sitzen am großen Tisch. Einer ja, macht vier hier stehen am da in der Ecke rum. Einer macht am Server rum. Zwei stehen in der Ecke bei den Telefonaufzeichnungen. Ja, ist auf jeden Fall mehr als vorher. Da war keiner drin. Da steht niemand drin. Der muss noch einmal rausgehen, wieder reingehen. Weil. Moment, ja. Ja, manchmal fix, renn ich schon raus. Das nehmen wir noch mit ja, rein. Ja, macht ja nichts. Wer war eigentlich dran? Geht. Auch wenn der Part jetzt 30 Minuten geht, das gucken wir uns noch schnell an. Ja, dann geht er halt 30 Minuten. Aus hier, zack. Sieht gut aus. Ja. Ja, meine neue ja, Waffe mit Schalldämpfer. Das ist saugeil. Ah, meine AK gefällt mir. Es wird immer belebt. Und hier vorne liegt jetzt auch keiner mehr. Weil vorne am Eingang kann ich mich noch entsinnen, dass da auf der linken Seite einer rumlag. Der ist nicht mehr da. Ach, im Endeffekt, was ich noch sagen wollte, wir schalten eh alles frei, weil wir müssen alles ausbauen. Von daher ja, können wir uns jetzt am Anfang gucken, was wir brauchen. Aber stimmt, im Endeffekt jetzt hab ich haben wir bald beide alles. Das sieht gut aus, ne? Haben wir beide alles, auch alles, ne? Alles belebt? Ja, jetzt ist es auch belebt. Mhm. Schön, Sie in einem ja, was heißt belebt? Geht. Ne? Sau cool. So, okay, liebe Freunde. Crazy War. Du warst dran. Nee, so. Crazy war dran, stimmt. Gut. Gut, dann war's das für heute. Hat ein bisschen länger gedauert, aber mein Gott. Ja, ist schön. Gut, dann würde ich sagen, bis morgen und tschüss. Ciao. Tschüss.